Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis. Wo andere aufhören, fangen wir erst an. Wir sind der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Für jeden Dachrinnenreinigungsdauerauftrag erhältst du 10% Rabatt. Zeige uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Seit nunmehr 5 Jahren schnürt der Junge aus der Domstadt am Rhein seine Fußballschuhe in Elbflorenz. Jetzt steht endlich fest, dass Yannick Müller seine Zeit in seiner Wahlheimat Dresden bis mindestens 2021 verlängern wird. Motive für einen Verbleib gab es sowohl für den Verein als auch für den Spieler genügend. Ja, da gab es sehr, sehr viele Gründe. Ich denke, wenn ich alle aufzähle, dann sind wir morgen noch nicht fertig. Ich denke, somit die entscheidendsten sind, dass ich mich in der Mannschaft, in der Stadt sehr, sehr wohl fühle. Ich denke, das ist auch wichtig, um seine Leistung abzurufen. Und darüber hinaus haben wir auch von der Qualität her, denke ich, eine richtig gute Truppe. Da haben wir richtig Potenzial für die Zukunft. Und ja, und ich hoffe, dass wir das ausschöpfen und jetzt die nächsten 2 Jahre, dass wir da weiter oben angreifen und nicht wie jetzt die letzten beiden Jahre eher um Abstieg spielen. Ja, ich freue mich riesig. Ja. Der Yannick steht ja für die Entwicklung der letzten 5 Jahre. Und wir wissen absolut, sowohl sportlich als auch menschlich, was wir an ihm haben. Und habe ich mich gefreut, dass wir dann letztendlich über die Ziellinie sind. Ich bin Michael Hefele, 23 Jahre alt und Innenverteidiger. Ich bin Niklas Kreuzer, 21 Jahre und Rechtsverteidiger. Nils Teixeira, 23, rechter Verteidiger. Und ich bin Yannick Müller, 20 Jahre alt, Defensiv-Allrounder. Yannick Müller wechselte im Sommer 2014 aus der zweiten Mannschaft vom 1. FC Köln nach Dresden und wurde so zu einem Gesicht des sportlichen Neuanfangs. Yannick Müller hat Vergangenheit im Dynamo-Trikot und gehört in der Gegenwart zu den Säulen im Team. Für andere junge Spieler soll er in Zukunft ein Vorbild sein, welchen Weg man mit Geduld, Einsatz und Ehrgeiz als einstiger No-Name in Dresden gehen kann. Das wird zumindest immer eine Säule bleiben, definitiv. Deswegen sind wir unterwegs, deswegen entwickeln wir die Fantasie, wie weit reicht es bei dem Spieler. Und insofern wird das eine wichtige Säule sein. Längst hat sich der inzwischen 25-jährige Innenverteidiger bei der SGD etabliert und genießt innerhalb der Mannschaft, aber auch unter den Anhängern große Wertschätzung. Ob in der Innenverteidigung, als defensiver Mittelfeldspieler oder als Außenverteidiger, auf Yannick ist Verlass. Für die Vertragsverlängerung war vor allem die persönliche Entwicklung auch in den vergangenen Monaten ausschlaggebend. Ja, sind sogar noch ein wenig übertroffen, muss ich ehrlich sagen, dass ich dann in den Mannschaftsrat gewählt wurde, jetzt zweimal sogar als Kapitän auflaufen durfte. Ich finde das auch persönlich nochmal so ein Schritt, wo man sich weiterentwickelt. Ich habe selber in den Spielen gemerkt, dass man ein Stück weit selbstbewusst auftritt, dass man versucht, der Mannschaft mehr zu geben. Und dementsprechend bin ich sehr, sehr zufrieden. Ja, Führungsspieler auf seine Art und Weise. Der Yannick ist ein sehr, sehr intelligenter Junge, der auch sehr besonnen Sachen analysiert, der jetzt nicht der große Schreihals ist oder Zampano, sondern er macht es auf seine Art und Weise und das macht er richtig gut. Bodenständig, authentisch und eine hohe Leistungsbereitschaft. Solche Spielertypen wie Yannick Müller hat wohl jeder Trainer gern in seiner Mannschaft. Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge und Cheftrainer Christian Fjell arbeiten mit jeder Personalentscheidung weiter akribisch am Puzzle für die kommende Saison. Damit eine Mannschaft mit Herz und Qualität, Leidenschaft und Identifikation für Dynamo Dresden im Rudolf-Habig-Stadion auf dem Platz stehen wird. Ja, definitiv. Also wir haben jetzt schon die letzte Woche fast täglich gesessen. Welche Entscheidungen wir jetzt für die Zukunft treffen wollen, wo es hängt, wo es fehlt. Man darf natürlich auch eins nicht verkennen, wir hatten dieses Jahr 3 Trainer. Das geht auch in einer Mannschaft nicht spurlos vorüber und auch auf das Leistungsvermögen. Sie musste sich immer wieder einstellen. Und auch mit dem Wechsel zu Christian Fjell war mir persönlich ganz klar, dass wir ein Stück Zeit brauchen, um die Denkweise, um die Philosophie in die Mannschaft reinzutragen. Und ich glaube, wir haben jetzt ein paar Spiele gehabt, gerade die Heimspiele, was mich besonders freut, dass wir uns dort belohnt haben, wo die Mannschaft in dessen Ansätzen nachgewiesen hat.